Zack. Lauert der Weise. Wow! Was zum... Ich hab 3 Leute gekillt. Das ist ja unfassbar. Und damit begrüße ich euch Leute zu Plants vs. Zombies. Wir spielen heute wieder einen neuen Charakter. Ich spiele heute den Golfstar und ich sehe gerade, der hat eine sehr, sehr, sehr hohe Feuerrate. Also bin sogar, glaube ich, die schnellste, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe. Nicht mal der Torwartstar oder der Hockeystar kommen da dran. Die haben schon eine wirklich sehr hohe Feuerrate. Warte mal, da ist doch eine Sonnenblume irgendwo. Wo ist die? Ah, eine Alienblume. Spielt mal jemand eine Alienblume? Ja, 5 Schaden ist nicht wirklich der, ist nicht wirklich die Welt. Und dann gibt es einfach mal so ein Wichter hinten in die Ecke. Gucken, ob der was trifft. Nö, leider nicht. Auch nicht zu erwarten. Aber wir wackeln tierisch. Die Kamera wackelt tierisch bei dem. So, wir haben jetzt endlich mal diese einen Schilder hier drinne. Die habe ich noch nie ausgewählt. Ja, und wieso? Ich finde die nicht so toll. Jetzt einfach mal hier so ein Ding in die Mitte gestellt. Und jetzt machen wir nochmal so ein Wicht rein. Aber gar nichts bringt. Oh, 6 Schaden im Nahkampf. Oder etwas näher dran, 6 Schaden. Zack, zack. 2 weggeholt. Jetzt sterbe ich aber auf jeden Fall. Nein, doch nicht. Ich habe ihn noch gekillt. Unglaublich. 2 Leute noch. 3 Leute gekillt. Und einen noch, bevor ich gestorben bin. Unerwarteterweise. Ja, also ich kann direkt schon mal sagen, also unerwartet. Der Golfstar relativ unerwartet. Durchschnittlich. Durchschnittlich unerwartet. Unerwartet durchschnittlich. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Jetzt einfach mal so ein Wichter in die Ecke. Das nichts bringt. So, der ist tot. Ob wir jetzt hier noch jemanden wegholen können. Sehr viele Feuerkakteen, ne? Kann das sein? Das ist jetzt schon die dritte, die ich sehe. Unglaublich. Und da scheinbar die vierte. So, zack, der ist weg. Au, au, au. Ich brenne. Ich brenne. Brennender Zombie ist nie gut. Ich sollte mal hier runterspringen. Ich bin ja viel zu offen am Rumlaufen. Oh, krass, was wir an Schaden eigentlich noch machen. Aber bei der Feuerrate ist es eigentlich zu verkraften, sag ich mal. Dann können wir eigentlich schießen. Okay, so lange können wir schießen. Aber mir fällt gerade was auf. Mir fehlt was. Und zwar... Okay, ich bin damit nicht zufrieden mit dem Golfstar, weil jeder andere Allstar, wenn man den mit dem zielt, macht die Waffe irgendein cooles Autogeräusch, so ein Motorengeräusch. Der hier hört sich an wie so ein billiger Elektromotor. Also gefällt mir gar nicht. Naja. Dafür gibt es andere coole Klassen. Oh, wie den einen Schnapper, den ihr da gerade gesehen habt. Warte mal, Achtung. Pam, oh, shit. Schade. Hm, verdammt. Wollte ich gerade, da hat er sich gerade in dem Augenblick, hat er sich umgedreht. Da wollte ich gerade durch ihn durch. Schade. Nichts genützt. Wir haben immer nur noch 4 Kills. Also läuft nicht so wirklich mit dem. Uah, da wird auf uns geschossen. Aber trotz alledem, wir haben 200 Leben. So, Wicht mal hinten in die Ecke. Ja, wir haben jemanden gekillt. Immerhin. Oh, die haben alles auf Feuer, ne? Feuer, Feuerblume, Feuerschnapper.
Feuerkakteen. Die haben alles aus Feuer hier. Die guten. Oh, schießt es kaputt. Oh nein. Wiedersehen. Verdammt. So ein Cheat. So ein Cheat. Wicht einfach mal da hinten hin. Schade, nichts erwischt. Sehr schade. Zack, aber wir haben ihn gekillt. Hm. Scheinbar kriegt man doch was mit dem hin. Irgendwie. Naja, also bis jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, also die besten Klassen bis jetzt sind eigentlich die Jade, Kaktier, der Paläontologe und der Centurion. Das sind bis jetzt die besten Klassen und von den drei würde ich auf jeden Fall sagen, die beste Klasse ist auf jeden Fall der Centurion. Der hat man am allerbesten von allen. Er ist einfach nur genial. Ach, schade. Nicht mit mir. Hotrod-Schnapper. Zack, wieder gekillt. Ich glaub's kaum. Oh nein. Schade. Ah, wir haben den gut erwischt. 28% hat er noch. Ja, so eine Sonnenblume hält auch nicht viel aus. Hört ihr das, wenn ich springe? Hört sich irgendwie komisch an. Was ist denn das nur? Verdammt! Ich dachte nicht, dass es bis hierhin schafft. Mist. Schade, ich dachte nicht, dass es bis hierhin schafft. Na gut. Egal. War ich selber schuld. Hätte vielleicht ein Schild vorher stellen sollen. Wäre vielleicht eine Idee gewesen. Na gut. Zu spät. Was soll es? So, wo gehen wir denn mal lang? Ich habe eine Idee und zwar schaffe ich das. Das wäre ja was. Pass mal auf. Schade. Krieg ich das eigentlich hin? Ach, schade. Das wäre es noch. Ich das hinkriegen könnte. Ich werde das mal ausprobieren. Jetzt bin ich heiß. Jetzt will ich ausprobieren. Krieg ich es vielleicht hin, da hochzukommen? Hier drüber. Das wäre es ja noch. Ach, schade. Krieg ich wohl leider nicht hin. Schade, das geht nicht. Geht leider gar nicht. Schade. Verdammt. Ah, verdammt. Ich dachte, ich versuch's mal. Ah, es klappt wohl nicht. Na, du kriegst das leider auch nicht hin, Jung. Warte mal, ich hab eine Idee und zwar, ich werfe jetzt da oben einfach mal so ein Wicht rein. Wenn ich den hinkriege. Nee, kriege ich nicht hin. Ah, läuft gerade nicht so. Ich merke das schon. Läuft einfach nicht so gerade. Achtung! Sprint! Wo sind? Boah, unglaublich. Da haben sie uns erledigt. Ja, 9 Kills. Also, ich bin nicht so ganz zufrieden mit dem Golfstar. Er ist schon in Ordnung. Aber es könnte besser sein, sag ich mal. Es könnte wirklich besser sein. So, haben wir denn mal hier jemanden? Also soll ich auch einfach mal mehr schießen mit dem? Ich schieße viel zu wenig. Oh, 2 Leute gekillt. Unfassbar. Ist der vielleicht doch nicht so schlecht? Wer weiß. Vielleicht ist der ja doch nicht so schlecht. Oh, schade. Ich dachte, ich versuch's mal da oben einfach mal ein Wicht reinzuwerfen. Ist der? Mal. Zack, Wiedersehen. Passt auf jeden Fall. Oh, den haben wir aber gut erschreckt gerade. Ich glaube, der ist gerade mit großer Geschwindigkeit zurückgelaufen.
Komm, der kann doch nicht mehr viel haben, ach so ein Mist. Hm, schade. Der Wicht ist nicht mehr so gut, wie ich dachte. Das ist doch nicht so schlecht. So, schieß mal auf den, während wir uns einen Heilzombie holen. Los, heile mich, Zombie. Wo willst du hin? Heile mich. Oh, Heilung. Wieso bleibst du an dem dran? Heile mich doch. Was macht er denn? Wo will der hin? Guck mal, wie er einfach irgendwo hinläuft. Du sollst mich heilen. Ist ja cool. Heilzombie ist richtig cool. Er gefällt mir wieder, Heilzombie. Der ist richtig lustig. Los, Heilzombie. Folge mir. Oh, der wollte hier durch. So, Wicht. Toll. Der war ja richtig gut. Verdammtes Pilz. So ein Mist. Oder Unheilpilz. Läuft einfach nicht. Läuft einfach nicht. Es läuft einfach nicht. Sonst schaffe ich das auch besser. Sonst kriege ich das auch besser hin. Nur gerade irgendwie... ist nicht so mein, der irgendwie gerade dieser Charakter. Weiß auch gerade nicht so wirklich, was ich erzählen soll. Wenn ich zu sein. Es gibt mal einen Wicht da hinten in die Ecke. Mal so ein paar Attrappen hier hin. Zack. Erwarteterweise. Wow. Ist mir denn das gelungen? Machen wir es doch gleich direkt nochmal, oder? Würde ich sagen. Erstmal zücken wir noch die Heilblume da. Echt, der verdammte Pilz noch da? Ne, der ist mittlerweile nicht mehr da. Nein, 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 nein. Oh, shit. Ah, die halten aber nichts aus, die Schilder. Ah, ich sollte wieder auf meine üblichen Fähigkeiten zurückgreifen. Ist wohl, glaube ich, besser. Wobei, ich habe mit der langen Bombe ja gerade was weggeholt. Aber ich glaube, meine üblichen Sachen sind wahrscheinlich die besten. Es sind einfach die besten Fähigkeiten, die der normale Wicht und die normalen Schilder. Die halten einfach am meisten aus. Das ist einfach so. Kann nicht sagen, was man will. Na, verdammt. Hab mich die letzte Bohne noch weggerafft. Und ja, das war's dann auch leider auch schon. Ich bin ehrlich gesagt auch wieder recht froh, dass die Runde schon vorbei ist. Wie bei der Alienblume letztens. Ja, was kann ich über den wieder sagen? Also es ist einfach nicht. Also, ich weiß auch nicht. Irgendwie gefällt der Golfstar mir nicht so wirklich. Ja gut, lag vielleicht auch in der Spielweise, auch vielleicht an den Fähigkeiten, dass ich nicht so viel weggeholt habe. Aber trotz alledem, irgendwie gefällt er mir nicht so wirklich. Trotz alledem, ja Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst mir doch bitte mal einen Kommentar, wie ihr den fandet. Wie findet ihr den Golfstar? Habt ihr ihn schon selber? Und wie viele Kills schafft ihr mit dem? Würde mich mal interessieren. Und ja, ich würde einfach sagen, wir machen dann an der Stelle einfach jetzt Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Haut rein. Tschüss.